Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Chess, und jetzt mit dem wichtigsten Video für jede neue Season oder für jeden, der mal wieder neu anfangen will, natürlich mit einem Level Guide. Wie wird's gemacht im neuen Patch? Es gibt ein paar Änderungen und wie kommt ihr am schnellsten zu Gear, beziehungsweise wie könnt ihr denn die Sachen am besten ausnutzen? Das Ganze ist folgendermaßen aufgebaut. Zuerst gibt's mal XP Farmen, also wie farmt ihr am effektivsten XP? Danach geht's auf Gear und Items, also was behaltet ihr, was werft ihr weg? Danach Händler ab Upgraden und Kanaiswürfel. Händler upgraden, eine ganz, ganz wichtige Sache, das zu der richtigen Zeit zu machen und nicht vorhin schon Geld darauf zu verschwenden. Und dann noch ein kleiner, aber sehr wichtiger Tipp am Ende mit Kanaiswürfel, dass wenn ihr Level 70 habt, auch direkt Zugriff auf Kanaiswürfel bekommt und somit auch direkt starten könnt. Aber beginnen wir mal ganz von vorne, so wie es auch wirklich losgeht. Ihr seht eine neue Season. Zuerst Schwierigkeitsgrad schwer. Das ist schon das erste, was ihr euch merken solltet, denn damit bekommt ihr am meisten XP und die Gegner sind keine Gefahr, da ihr auch ohne Gear, also frisch Level 1 in der Season, die Gegner mehr oder weniger damit fertig machen könnt. Daher die erste Änderung, den Schwierigkeitsgrad auf schwer zu stellen und die zweite natürlich den Abenteuermodus zu starten, denn ein Level nach den Quests, also nach dem Story-Mode, das machen wir nicht, denn dafür bekommen wir einfach viel zu wenig XP. So, und jetzt geht's gleich mal direkt los. Was machen wir zuerst? Wie ihr seht, Paragon-Punkte, wir haben gar nichts, also das ist wirklich ein frischer Level-Char für die Season, ohne irgendwelche Cheats, ohne irgendwelche Exploits. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und ohne Power Leveling, und trotzdem schaffen wir es in 5 Stunden. Zuerst beginnen wir Akt 1, Ebene 3, Hallen der Agonie. Ganz wichtig, dort ist eine sehr, sehr hohe Mobdichte und das nehmen wir jedes Mal mit, aber wir klauen zuerst von unserem Follower die Waffe. Einfach aus dem Grund, damit wir gleich mal am Anfang einen kleinen Damage Boost haben, denn je schneller wir die Gegner erledigen, umso schneller bekommen wir natürlich auch Erfahrung, beziehungsweise umso schneller steigen wir auch vom Level auf. Und wie ihr seht, klauen wir vom zweiten Follower eine Waffe und geben diese dann den Templar. Also somit habt ihr mit wenigen Klicks euch schon mal doppelt so stark gemacht, bevor es eigentlich richtig losgeht. So, und jetzt geht's aber gleich direkt los ans Eingemachte, und zwar XP-Farmen. Wie wird das am effektivsten gemacht? Zuerst, ihr nehmt immer, wie schon vorhin gesagt, Hallen der Agonie Ebene 3 mit, einfach weil die Mobdichte am höchsten ist, und dort lasst ihr Elite-Packs nach Möglichkeiten aus, denn die bringen euch zu wenig Erfahrung und dauern einfach zu lange, um diese zu töten. Und jetzt noch der ganz wichtige Hinweis, wie ihr es eingeblendet seht, gibt es 4 Chess-Bounties, also 4 Kistenkopfgeld. Gelder, und das ist folgendermaßen: zwar handelt es sich hierbei um diese Eventkisten, wenn ihr startet, spawnen Mobs, 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 Mobs. Wenn ihr 100 schafft, gibt es eine zweite Kiste, und das bringt uns am meisten XP, und zwar einfach aus dem Grund, da wir nicht nur enorm viele Mobs killen, sondern weil wir eben auch zusätzlich neben diesen Mobskills noch diesen Killbonus kriegen, sprich, wenn ihr ja mehrere Mobs hintereinander killt, habt ihr dann nochmal so einen zusätzlichen XP-Bonus, je nachdem wie viele Mobs es waren. Und diese 4 Events, die es hier gibt, sind folgende. Es gibt 3 in Akt 1, das kann sein der verfluchte Keller, der verfluchte Balk oder der verfluchte Hof. Da braucht ihr einfach nur jedes Mal auf die Karte schauen, seht gleich, ob das Event da ist. Wenn ja, macht ihr es, wenn nein, ladet ihr die Karte neu. Und es gibt auch noch ein Akt 4 Event, die verfluchte Kanzel. Hier habt ihr die minimalsten Laufwege. Es wird eh eingeblendet, wo die Kiste ist. Nach circa einer Minute solltet ihr es nicht finden. Ihr macht die Kiste und danach wird das Ganze einfach neu geladen. Somit nochmal zusammengefasst. Ihr macht Akt 1, Ebene 3, Hallen der Agonie, Ebene 3 immer, weil die Mobdichte einfach enorm hoch ist. Und zusätzlich schaut ihr noch, gibt es in Akt 1 eine der Chest Bounties oder gibt es in Akt 4 eine der Chess Bounties. Wenn ja, wird das mitgemacht, wenn nein, wird neu geladen. Und nicht vergessen, auch wenn es neu geladen wird, muss es nicht sein, dass es die Bounties gibt, also dass die vorhanden sind. Das seht ihr eh mit einem Blick auf die Karte, ob es da ist oder nicht. Wenn es nicht da ist, auch kein Problem, ihr habt die Ladezeit nicht verschwendet, sondern ihr könnt ja natürlich wieder Akt 3, also unten, das heißt Akt 3, natürlich Akt 1, Ebene 3 unten die Hallen der Agonie machen, aber im Regelfall ist immer eine der 4 Bounties einfach vorhanden, da
die Anzahl einfach hoch ist. Also ihr müsst eben nur wissen, wie die Bounties heißen. Das habe ich euch eh eingeblendet. Wer es vergessen hat oder wer relativ vergesslich ist, es gibt natürlich wieder, wie bei jedem meiner Videos, einen Link zu meinem schriftlichen Teil. Da gibt es noch ein paar andere Tipps und Tricks. Da könnt ihr das natürlich offen haben, während ihr den Char levelt, damit ihr seht, worauf ihr am besten achtet. Vor allem, wenn wir dann auf die Waffen gehen. Und wie ihr dann seht, ihr macht einfach die Chests. Ganz ein wichtiger Hinweis noch, egal welche Klasse, ihr solltet nach Möglichkeit immer eure AOE-Talente mitnehmen, denn ihr macht primär oder versucht, so gut es geht, natürlich nur AOE-Schaden zu verursachen, da wir die Masse der Kills brauchen und nicht irgendwelche speziellen Einzelkills. So, und dann geht es aber auch gleich direkt weiter mit dem nächsten Punkt im Level Guide, Items und Gear. Das ist der nächste, wo die meisten Spieler sehr, sehr viel Zeit verschwenden, indem sie eben sehen, lege ich das Item an, lege ich es nicht an und so weiter. Und es gibt jetzt eine ganz einfache Regel, das ist so eine bisschen verschachtelte Sache. Erhöht das neue Item meine DPS? Das ist die erste Frage, die ihr euch stellen sollt. Wenn ja, ist die nächste Frage, ist es ein Helm oder eine Waffe? Wenn ja, zum Beispiel beim Helm hat er einen Sockel. Es bringt nichts, einen Helm anzulegen ohne Sockel, denn in Sockel geben wir natürlich einen Ruby rein, also einen roten Stein für mehr XP. Und die nächste Frage bei einer Waffe natürlich, hat die Waffe Live XP, also hat die Waffe plus XP oben. Sprich, wenn ich damit Gegner töte, erhalte ich damit mehr XP. Ja, sofort anlegen. Wenn nein, wie viel DPS bekomme ich dazu? Wenn er jetzt nur 2, 3 DPS mehr DPS bekommt und dafür verliert ihr aber 100 oder 200 Erfahrung pro gekillten Mob, so legt ihr die Waffe nicht an. Die gleiche Frage gilt auch für das gesamte restliche Gear. Wenn ihr rauf seht und seht, oh, okay, es bringt 5% mehr DPS, anlegen, ja, nein, ist immer noch die Frage, hat das Item plus Erfahrung oben, ja, nein, wenn ja, immer anlegen. Wenn es nicht der Fall ist, muss es schon ein sehr, sehr großes Upgrade sein. Also sagen wir mal über 5% oder sagen wir mal über 3 bis 5%, damit sich das überhaupt an auszahlt, das Item anzulegen. Ansonsten nehmt ihr natürlich jedes Mal die Erfahrung mit. So, und jetzt schon der Schwenker auf den nächsten Punkt, die Händler upgraden. Ein elementarer Punkt natürlich in dem Guide, wann das gemacht wird, also ab welchem Level. Und wie ihr hier seht, starten wir gleich mal, also wie der Händler war, komplett auf Level 0. Und wir starten dann praktisch, wenn wir ein höheres Level erreicht haben, wenn wir auch einen Kopf mit Sockel haben, beginnen wir natürlich mit dem Juwelier. Denn unser erstes Ziel ist es, einen roten Ruby herzustellen. Der sollte so hoch wie möglich sein, denn jede abgegradete Stufe gibt natürlich mehr XP, den wir wir dann direkt in den Kopf und danach schwenken wir gleich nochmal rüber zum Schmied, graden den auch schon mal ein paar Levels ab, um uns noch das ein oder andere Item herstellen zu können. Ist natürlich auch elementar, um diverse Schwächen bei unserem Gear auszugleichen. Welche Levelstufen es hier genau sind, da muss ich euch wieder auf den Link verweisen, denn das ist ein bisschen ausführlicher. Das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Es könnte sich auch ein bisschen ändern. Da schaut einfach mal kurz in den Link rein. Da habt ihr ein genaues Level Cap, ab wann, wie, wo, was möglich ist. So, und jetzt dann noch der Schwenk auf den vorherigen letzten Hinweis, und zwar Kanais Würfel. Ganz wichtig, ihr könnt den Würfel suchen, also das Freispielen des Würfels irgendwann während des Levels machen. Ihr seht, bin ich Level 23, das ist überhaupt kein Problem. Aber das Elementare ist dann, wann ihr die Bounties komplett macht, und zwar aufgepasst, ab Level 68, das ist ein guter Wert, hat sich auf dem BTR bewährt, ab Level 68 macht er nicht mehr die vorhin erwähnten Akt 1 Ebene 3 Runs, sondern ihr macht alle Bounties komplett und gebt diese anschließend mit Level 70 ab. Was hat das Ganze für einen Sinn? Ihr erhaltet somit, sobald ihr Level 70 seid und die abgibt, die ersten neuen Materialien. Also es waren hier, weil es ja nur Schwierigkeit schwer ist, unter Anführungszeichen 2 bis 3 Stück. Aber ihr gebt das natürlich in der Bonus-Quest-Reihenfolge ab. Somit habt ihr dann 4 bis 5 Stück direkt zum Start für Kanais Würfel und könnt euch somit
ab Level 70 die Kisten holen, die Bonusmaterialien holen und könnt schon die ersten drei legendären Affixe, natürlich sobald ihr die Legendary Waffen oder Legendary Items dazu findet, euch in den Würfel sichern und danach kann das Farmen mehr oder weniger richtig starten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr verliert natürlich ein bisschen Levelzeit, also es dauert natürlich ein bisschen länger, wenn ihr hier noch die ein oder anderen Bounty Quests machen müsst, ist gar keine Frage, aber der Bonus davon, also am Ende direkt dann mit Level 70 auf Kanais Würfel zugreifen zu können und zusätzlich auch noch schon Materialien zu haben, macht diesen kleinen Zeitverlust auf jeden Fall weg. So Freunde, und somit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr für euch, langsamer zu leveln als ich, denn ihr wisst, wie ich es machen werde, beziehungsweise wie ich es gemacht habe. Es ist sicherlich einer der effektivsten Wege, ohne jetzt irgendwelche Exploits oder sonstiges zu nutzen und natürlich auch ohne diverses Powerleveln von bereits vorhandenen Level 70er Charaktere. Ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, beziehungsweise einen Kommentar, freue ich mich natürlich jedes Mal drüber, auch wenn es Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Und jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis zum Schluss. Wenn ihr jetzt Level 70 habt, beginnt das Spiel ja erst so richtig und dafür gibt es zwei essentielle Videos. Einmal rechts den Bounty Guide. Hier habe ich für euch alle Karten aufgedeckt, damit ihr nicht lange blöd suchen müsst. Und was noch viel wichtiger ist, ich habe auch dazu geschrieben, wo ihr die diversen Goblin-Schreine finden könnt. Also das ist wirklich mal der Hammer, war auch relativ viel Aufwand, aber es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Also ich hoffe, die Arbeit war nicht umsonst, dass ihr wisst, wo die Goblin-Schreine sind, damit ihr die auch mitnehmen könnt. Und natürlich noch auf der linken Seite das Legendary Farmen. Also wie kommt ihr von Level 70 zum Endgame-Build zu eurem fertigen Set. Wie passiert das Ganze am schnellsten? Wie ihr seht, bin ich immer relativ fix in der Season. Also jetzt bei Season 3 hat es eine Woche gedauert, bis ich mein komplettes Set für meinen Dämonenjäger gefarmt habe. Und hier verrate ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie die Reihenfolge ist, wie ich das Ganze denn so spiele. Und somit sind wir dann alle sicherlich gleich auf.